Passt. Wir würden uns freuen, wenn Sie dabei sind am Montag und Dankeschön für Ihr Interesse heute. Servus, für Gott. James Bond, der irrt sich leider, als er annimmt, er habe dem Erzhalunken Blofeld den Garaus gemacht. In der Auseinandersetzung mit internationalen Diamantenschmugglern trifft 007 erneut auf seinen gefährlichen Widersacher. Spannung und spektakuläre Aktionen erwarten sie nun in dem Agententhriller Diamantenfieber aus dem Jahr 1971, in dem Sean Connery zum sechsten Mal den britischen Geheimdienstler der Extraklasse spielte. Regie führte Guy Hamilton. Neben Sean Connery sehen Sie Charles Grey als Blofeld. Und das Bond-Girl spielte diesmal Jill St. John.